38, E-Petition Neue Bürgermeister, freie Auswahl statt geheimer Absprachen. Und dazu liegt uns erstens ein Ersetzungsantrag vor der AfD. Dann haben wir ein Rederecht vereinbart für Herrn Dr. Reuter. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein mit den Dissidenten. So, dann der Ersetzungsantrag AfD. Wer bringt ihn ein? Frau Dr. Schöps, in der Rednerrunde. Ja, beim Ersetzung ist schön. Dann darf der Herr Dr. Reuter als allererster zu diesem Punkt reden. Herzlich willkommen an Alter Wirkungsstätte. Herr Elfried, freue mich, dass Sie mal wieder den Weg zu uns am Abend, am Donnerstagabend genommen hast. Bitte schön, du kennst die Spielregeln ja noch. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie sich freuen, dass ich da bin. Ihre Freude konnte ich zumindest vorhin gerade vernehmen, als mein Name fiel. Meine Damen und Herren, unsere Petition behandelt die Auswahl und Wahl der Bürgermeister, im Moment ja das ganz aktuelle Thema. Eingereicht haben wir die Petition bereits im Januar und guten Willen vorausgesetzt, hätte sie rechtzeitig behandelt werden können. Die heutige Behandlung kommt spät, aber hoffentlich nicht zu spät. Ich bitte Sie, der Petition zuzustimmen, das heißt im Verwaltungsdeutsch ihr abzuhelfen. Wenn ich von wir als Einreichern spreche, steht hinter der Petition neben 190 Mitzeichnern 5 ehemalige Stadträtinnen und Stadträte, die zusammen über 100 Jahre Erfahrung in Kommunal-, Landes- und Bundespolitik mitbringen. Also wir wissen, wovon wir reden. Ein Auslöser für unsere Petition war die Wahl des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften im Jahr 2020. Bevor die Stelle ausgeschrieben worden war, bevor sich überhaupt jemand bewerben konnte, erklärten die Grünen, das macht Herr Kühn, von Beruf Soziologe, zurzeit Bundestagsabgeordneter. Damit war für potenzielle andere und kompetente Bewerber natürlich klar, Bewerbung zwecklos. Zweiter Auslöser war die Ankündigung von CDU, Grünen, Linken und SPD, dass man die Verteilung der Bürgermeisterposten so wie 2015 beibehalten wolle, obwohl die letzte Stadtratswahl erhebliche Änderungen der Sitzverteilung gebracht hatte. Schaut man in die sächsische Gemeindeordnung, § 56, findet man, dass die im Stadtrat vertretenen Parteien ein Vorschlagsrecht, aber keinen Rechtsanspruch auf Besetzung der Stelle mit dem Bewerber ihrer Wahl haben. Im Kommentar zur Gemeindeordnung wird weiter darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung der Parteizugehörigkeit dann nicht in Betracht kommen dürfte, wenn höher qualifizierte Bewerber vorhanden sind. Das setzt einerseits die eine Ausschreibung der Stelle voraus, andererseits natürlich auch die sorgfältige Prüfung der Bewerbungen. Und hier setzt unsere Petition an. In der Vergangenheit wurde § 56 so interpretiert, dass die Posten den einzelnen Parteien zustehen. Fachliche, soziale oder andere notwendige Kompetenzen spielten bei der Auswahl eine untergeordnete Rolle. Stattdessen ging es oft genug um die Verwirklichung persönlicher Karrierepläne. Die Frage der persönlichen Eignung bzw. der Auswahl des besten Kandidaten trat zurück. Das ist aus unserer Sicht falsch und führt langfristig zu noch mehr Verlust von Vertrauen in die Politik. Die Geschäftsbereiche, um deren Leitung es geht, haben jeweils mehrere hundert Mitarbeiter. Das entspricht in der Wirtschaft einem mittelständischen Unternehmen und dafür kommen nach unserer Auffassung nur Menschen in Frage, die bereits ihre Berufs- und Lebenserfahrungen nachgewiesen haben und in der Lage sind, solche Führungspositionen erfolgreich auszuüben. Die letzten vom Stadtrat beschlossenen Ausschreibungen
erfolgten inzwischen mit so geringen Anforderungen, dass es möglich war, dass sich auch Kandidaten bewerben konnten, die eigentlich fachlich ungeeignet sind. Das heißt, sie wurden passend gemacht für die vorgesehenen Kandidaten. Durch die Aufteilung der Geschäftsbereiche im Voraus ergab sich ein äußerst dünnes Bewerberfeld. Seriöse Kandidaten bewarben sich überhaupt nicht mehr und das ist nicht gut für Dresden. Im OB-Wahlkampf hat übrigens Rot-Rot-Grün damit geworben, dass man einen Neuanfang in Dresden will. Ein Neuanfang fängt aber am besten auch mit neuem Spitzenpersonal an. So weit wollte man aber wohl doch nicht gehen. Bei den Beigeordneten sollte alles beim Alten bleiben. Die CDU hat OB Hilbert unterstützt, der ebenfalls einen Neuanfang will. Und der möchte das offensichtlich zumindest teilweise mit neuem Personal, das nach fachlichen Gesichtspunkten ausgewählt werden soll. Dabei könnte man ihn doch eigentlich unterstützen. Wir sind natürlich nicht so blauäugig zu verlangen, dass die Parteizugehörigkeit der Bürgermeister gar keine Rolle spielen soll. Sie sollte aber nicht die erste und bestimmte Priorität sein. Zusammenfassend möchte ich also auffordern, die jeweils am besten geeigneten Bewerber auszuwählen und auf feste Vorabsprachen zu verzichten. Nur dann werden sich geeignete und gute Kandidaten für diese Stellen bewerben. Sollten Sie unsere Petition ablehnen, heißt das für uns, dass Sie Parteizugehörigkeit über fachliche Eignung und Kompetenz setzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Als erste Fraktion Dissidenten, Herr Aschenbach. Hallo. Neue Bürgermeister, freie Auswahl statt geheime Absprachen. So der lustige Titel dieser Petition. Ich danke den Freien Wählern rechts und den AfDern ausdrücklich, dass sie diesen Quatsch in den Stadtrat gehoben haben. Können wir mal drüber reden. Die Petenten fordern die Stadträte auf, bei der Wahl der Beigeordneten auf Absprachen zu verzichten. Ich gebe wortgetreu wieder. Wir fordern daher die Stadträte auf, dass sie auf Absprachen zur Besetzung von diesen Stellen verzichten. Die sprachliche Finesse verrät, bei den Petenten handelt es sich um ehemalige Stadträte. Drei der Mitzeichneten waren einst in der PDS-Fraktion, zwei in der CDU und alle haben nun teilweise über den Umweg FDP mehr oder weniger zur AfD gefunden. Eben typische Dresdner Politbiografien. Im Zusammenhang besonders lustig, eine der Ex-Stadträtinnen hat sich mit Verprügeln eines Sozialbürgermeisters einen Namen gemacht. Der damaligen CDU-Fraktionssprecherin und Jens Genschmer gefiel das. Aber zurück zum Thema. Eigentlich müsste den ehemaligen Stadträten klar sein, dass selbst Kommunalmandate frei sind. Einmal gewählt, kann man machen, was man will oder, wie es die Sächsische Gemeindeordnung § 35 Absatz 3 formuliert, die Gemeinderäte üben ihr Mandat nach dem Gesetz und ihrer freien, dem Gemeinwohl verpflichteten Überzeugung aus. An Verpflichtungen und Aufträge, durch die diese Freiheit beschränkt wird, sind sie nicht gebunden. Was mit Gemeinwohl gemeint sein könnte, da gehen die Ansichten wohl auseinander. Manche sind halt gemeiner als andere und brauchen mehr Wohl oder Parteiwohl oder so. Egal wie wohlig gemein das alles gemeint ist, alles, was man hier macht, macht man freiwillig und per Gesetz kann niemand einen zu irgendwas zwingen. Ich finde ja, das macht vieles, was man hier so erleben muss, noch viel schlimmer. Vielleicht aber nicht so schlimm wie die ausgesprochen dämliche Aufforderung, auf Absprachen zu verzichten. Wie geheime Absprachen sind, von denen jeder in der Zeitung lesen kann, sei dahingestellt. Der ebenso verbreitete wie dümmliche Glaube, Absprachen hätten irgendwas Anrüchiges oder wären an sich abzulehnen, lohnt allerdings der Betrachtung. Absprachen sind unumgängliches Mittel all unseres Zusammenlebens.
sei es unter Freunden, in einer Beziehung oder mit dem Paketboten und erst recht in der Politik. Die Qualität dieser Absprachen entscheidet über Wohl und Weh so mancher Vorgänge. Am derzeitigen Bürgermeisterwahlspektakel sieht man ganz gut, was passiert, wenn man sich nicht abspricht. Da wird via Lokalpresse vom Oberbabo verkündet, wer von Gnaden ist und dass man sowieso ganz andere Pläne habe. Und aufgeregt gackern die Fraktionen durcheinander. Es wird gefeilt, gebankt und geschimpft. Bei einem Termin, der seit 7 Jahren bekannt ist, hätte man wohl eher ein paar rechtzeitig getroffene Absprachen erwarten können. Zumal man behaupten könnte, dass ein Großteil der politischen Arbeit darin besteht, sich miteinander abzusprechen. Wir haben nur dafür sogar haufenweise Ausschüsse. So richtig klappt das mit dem Absprechen da auch nicht, weswegen man allzu leicht auf die Idee kommen könnte, die Dresdner Kommunalpolitik sei insgesamt ausgesprochen unabgesprochen. Es hält leider nicht vom Reden ab. In der Petition ist vom Verlust von Vertrauen in die Politik die Rede. Das kann ich so nicht bestätigen. Liefert die politische Kaste dieser Stadt doch genau das lächerliche Trauerspiel, was von ihr erwartet wird. Und die populistischen Poststadtratspetitionisten pöbeln mit ein paar dümmlichen Politikressentiments völlig am Thema vorbei, aber genau wie erwartet. Mehr Absprachen müsstet ihr fordern. Ansonsten muss ich leider den Petenten recht geben, jedes Vertrauen in die aktuelle Politik ist unangebracht. Die Deppen können sich ja nicht mal vernünftig miteinander absprechen. Ein Armutszeugnis, wenn man sich noch einmal vergegenwärtigt, dass sich abzusprechen originäre Aufgabe jeder von unten nach oben organisierten Organisationsform ist. Theoretisch unterscheidet das diese Demokratie vom Befehl aus dem Führerbunker. Wie es um eine Demokratie bestellt ist, in der die Akteure sich nicht mal beim Postengeschacher hinreichend absprechen, während die anderen fordern, sich noch weniger abzusprechen, darf man sich selber überlegen. Anarchismus, rülpse ich in den Raum, weiß, dass ihr nur Anarchie hört, aber habt keine Lust, euch den Unterschied zu erklären. Wenn ich irgendwann als Ex-Stadtrat bei der NPD angekommen bin, dann mache ich vielleicht mal eine Petition. Aber nicht, bevor ich nicht unter Applaus von CDU und FDP einen Bürgermeister verprügeln durfte. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filius-Jähne. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann jetzt die Kabaretteinlage von Herrn Aschenbach nicht fortsetzen, aber würde für Lateiner im Raum mal pars pro toto, also an einem Beispiel das Große und Ganze erläutern, was aus meiner Sicht wirklich an maximaler Heuchelei hinter dieser Petition steht. Weil ich bin lang genug in diesem Rat, um zu wissen, dass eben genau diese Petenten, und ich sage jetzt mal 190 Mitzeichner, ist für eine Petition in dieser Stadt eher nichts. Also beim Sachsenbad gab es mehrere Petitionen. Die letzte hatte 1424, sicherer Hafen hatte, glaube ich, fast 4000 und so weiter. Also 190 MitzeichnerInnen ist jetzt nicht die Welt. Aber wir blättern jetzt mal zurück. Herr Dr. Reuter, an den ich mich noch sehr genau erinnere, weil er mich jahrelang wirklich als Grüne nicht mal im Flur gegrüßt hat. So, ja, war so. Deswegen, wir waren gar nicht existent. 2004 bis 2009 waren im Stadtrat CDU 21 Mandate, ursprünglich die PDS 17, SPD 8, Grüne damals 9, FDP 5, Bürgerfraktion 6 und dann gab es noch 3 Nazis. Und das heißt, wenn man dann guckt, wie die Bürgermeisterriege zusammengesetzt war, als im Jahr 2000, bitte? Nein, nicht 2001 bis 2008, als dann gewählt wurde, 2008, da waren es 33 von 70 sozusagen die Räte und Innen,
die hinter den, sozusagen von der Farbenlehre, hinter denen standen, die da oben saßen. Vorher war zum Beispiel ein Herr Dr. Vogel, parteilos, der Kulturbürgermeister gewesen. Der hat das Ressort damals relativ umsichtig geführt. Der wurde dann amtierender OB, als, wie wir alle wissen, Herr Rosberg nicht mehr im Amt war. Vorher war er erster Bürgermeister. Und der konnte nicht mehr antreten, weil, jetzt kommt ein weiteres Datum, am 9. März 2006 die WOBA verkauft wurde. Die damalige PDS in zwei Fraktionen zerfiel. Eine, die sogenannte Cabrio-Fraktion, die früheren Kolleginnen wissen noch Bescheid, für die WOBA gestimmt hat, und die andere Fraktion, sozusagen die Vorgängerfraktion der jetzigen Linken hier im Rat, gegen die WOBA gestimmt hat. Und jetzt kommt es, 2008 wurde ein gewisser Ralf Lunau zum Kulturbürgermeister, Dr. Ralf Lunau, Entschuldigung, das muss dazu gesagt werden, der war vorher also ein Rechtsanwalt, der bislang mit der Kultur überhaupt nicht in Verbindung stand. Der war Fraktionsvorsitzender dieser abgespaltenen Linken, der dafür gesorgt hat, dass es in diesem Stadtrat eine Mehrheit für den WOBA-Verkauf gab. Und oh Wunder, der wurde dann also der Kulturbürgermeister, und dieses zum Thema, dass also die fachlichen Qualitäten sozusagen früher auf der Goldwaage gewogen wurden und keinerlei Absprachen stattgefunden haben, der Rat offensichtlich in breiter Weise beteiligt wurde. Und ich weiß noch, ich habe damals mit Herrn Dr. Vogel, den ich also bis heute wirklich sehr schätze, gesprochen und habe gesagt, wieso er nicht nochmal antritt. Und dann hat er gesagt, nee, das sei ja alles so, also sozusagen unter vier Augen so abgekartet. Er muss sich da nicht verbrennen lassen. Und er ist dann, ist er ja in der Kultur geblieben, als freischaffender Kulturberater. Und ich fand das damals sehr schade. Also dies nur zum Thema, ich sage mal, Wahrheit und vorgebliche Wahrheit. Und also allein aus diesem Grund muss man einfach sagen, Heuchelei konnte ich noch nie leiden. Und deswegen ist auch schon aus diesem Grund dieser Petition aus meiner Sicht wirklich nicht abzuhelfen. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Frau Dr. Schöps. Herr Aschenbach, was man hier in dem Stadtrat erleben muss, ist tatsächlich sehr, sehr schlimm. Aber sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe einen ganz anderen Eindruck. Täglich grüßt uns hier das Murmeltier in diesem Stadtrat. Denn schon 2020 habe ich hier gestanden an dieser Stelle und zum Thema Postenschacher gesprochen. Damals hatten wir schon fachliche Mindestanforderungen und eine politische Ausgewogenheit bei der Besetzung der beigeordneten Stellen gefordert. Sie erinnern sich. Und deshalb begrüßen wir es jetzt als AfD-Fraktion ausdrücklich, wenn 5 ehemalige Stadträte, davon waren ja auch mal einige mit mir zusammen in einer Fraktion, Sie erinnern sich alle, eine Petition vorlegen und genau die Kriterien fordern, die wir auch auf unserer Agenda haben. Statt Absprachen im Vorfeld der Stellenbesetzung sollen doch die geeignetsten Bewerber anhand ihrer Qualifikation ausgewählt werden. Eine Schande für Dresden, dass man sowas überhaupt an dieser Stelle einfordern muss. Und diese Kriterien, die sehen Sie auch in unserem Ersetzungsantrag. Da fordern wir zum Beispiel einen Hochschulabschluss in einer einschlägigen Fachrichtung, also einen Soziologen als Baubürgermeister. Das wäre dann schon ein bisschen schwierig. Ich will nicht so nahe treten, Herr Kühn, aber nur mal so ein Beispiel zu nennen, was für Personen halt so ins Amt gekommen sind. Am 4. März, das muss ich auch mal ein bisschen so Märchenerzähler werden, 2020 hatten Grüne, Linke, SPD und CDU eine schriftliche Vereinbarung über die Aufteilung der Fleischtöpfe hier im Rathaus abgeschlossen. Unterzeichnet auch von
dem noch und wieder Fraktionsvorsitzenden der CDU, Herrn Krüger, sind durch diese Vereinbarung Bildungsbürgermeister Donhauser, CDU, und Baubürgermeister Kühn in ihr Amt gekommen. Die CDU hat sich als ehemalige konservative Partei mit dieser Vereinbarung mit ganz weit links und grün ins Bett gelegt. Grüne Utopisten, ich weiß nicht, ob das so unbedingt für eine bürgerliche Partei das Richtige ist. Eigene Prinzipien wurden vor Posten verkauft und dieser faule Deal wurde dann auch noch ins Internet gestellt, dass sich den jeder abrufen könnte. Und deshalb haben wir den auch einfach mal, wer sich dafür interessiert, an unseren Ersetzungsantrag hinten angefügt. Mehr kann man und krasser kann man die Wähler wirklich nicht verhöhnen. Es ist so, man kann sie nicht krasser verhöhnen. Mit genau diesem Deal ist die CDU dann auch noch ihrem eigenen Oberbürgermeister in den Rücken gefallen. Sie haben ihn ja im Wahlkampf unterstützt, hat man ja überall an den Plakaten lesen können. Verständlich, dass der OB im letzten Stadtrat dann irgendwie die Reißleine ziehen musste. Es ist richtig, dass die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat besser berücksichtigt werden müssen. Dafür sind wir überzeugt. Ein Ende der rot-grünen Dominanz unter den Beigeordneten und damit des Deals muss einfach so passieren. Tatsächlich geht es der FDP wohl aber eher darum, mit ihren 5 Stadträten einen eigenen Beigeordneten samt Entourage sich zu verschaffen. Ein AfD-Beigeordneter will natürlich der OB auch nicht, so weit geht die Ausgewogenheit im Stadtrat dann wohl doch nicht. Somit bleibt der ganze Deal, wo jetzt die FDP auch mitmachen darf, wahrscheinlich am Ende doch nur ein Feigenblatt, um eben selber zu den Fleischtöpfen Zugang zu finden. Wenn es stimmt, was in der Presse steht, soll ja, und lachen Sie nur, Ihnen wird das Lachen noch früh genug vergehen, wenn das, was in der Presse steht, stimmt, werden wir im Dezember wohl erst dann die Entscheidung über die Beigeordneten hier im Stadtrat treffen. Es ist eine Schande für die Stadt, dass Sie die Verwaltung so lange hinhalten und eine ordentliche, vernünftige Arbeit damit auch blockieren. Wir als AfD sind der Meinung, dass das Dresdner Rathaus kein autokratischer Machtapparat ist. Und wir besetzen hier nicht irgendein Politbüro. Fühlen Sie sich das mal vor Augen. Wir sind eine Demokratie, ein demokratisch gewählter Stadtrat. Die Bürger haben einen Anspruch darauf, dass sie hier eine funktionierende Verwaltung kriegen. Das politische Zeichen, was Sie hier damit setzen, ist einfach verheerend. Eine Kreuzung, meiner Ansicht nach, zwischen Arroganz der Macht und politischer Dummheit. Denken Sie eigentlich über die Folgen Ihres Handelns nach? Ich sage Ihnen, was Sie damit erreichen. Sie vertiefen den Riss in unserer Stadt. Sie befeuern die Loslösung der politischen Kaste von der Basis, ist ja schon weit fortgeschritten, der Prozess. Sehen Sie jeden Montag und jeden Freitag hier in Dresden auf den Straßen, was da passiert. Und Sie werden den heißen Herbst und Winter auf der Straße, den Sie doch so sehr fürchten und den auch die Regierung und die Bundesregierung so sehr fürchtet, auch bekommen. Und Sie werden ihn verdient bekommen. Und was sagt uns das wieder? Und täglich grüßt das Murmeltier. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht? Sieht nicht so aus. Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, also als ich diese Petition gelesen habe, da dachte ich so, naja, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Nehmen wir uns mal den Gegenstand vor, also freie Auswahl statt geheimer Absprachen. Freie Auswahl, das insinuiert, es gäbe eine unfreie Auswahl. Da halten wir mal ganz nüchtern fest, die Auswahl, die treffen 70 gewählte Stadträtinnen und Stadträte und die treffen sie aufgrund einer Ausschreibung. Diese Ausschreibung wird hier im Rat auf der Grundlage der Vorlage des Oberbürgermeisters beraten, dann wird sie beschlossen, dann wird sie veröffentlicht. Und jeder Mensch, der sich für befähigt hält, hat das Recht, sich zu bewerben. Entsprechend sind Bewerbungen eingegangen. Und es geht noch weiter. Selbst wenn man sich nicht beworben hat, kann man am Tag der Wahl hier im Stadtrat vorgeschlagen und gewählt werden. Auch das ist möglich. Und zwar von jedem einzelnen Stadtrat. Von jeder einzelnen Stadträtin kann ein solcher Vorschlag kommen. Und jede einzelne Stadträtin und jeder einzelne Stadtrat ist frei in seiner Wahlentscheidung, in geheimer Wahl in der Wahlkabine. Und dann sind wir bei den
angeblich geheimen Absprachen. Also ich bitte Sie, also Sie können ja fast inzwischen im Live-Ticker auf SZ Online nachlesen, wie die Verhandlungen laufen. Da können Sie tatsächliche oder vermeintliche Verhandlungsstände nachvollziehen. Also was bitte ist daran geheim? Und wenn wir uns das anschauen, wir sind hier in einer Halbmillionenstadt. Und mit Verlaub, wenn wir da einfach mal so in die Wahl hineingingen und mal schauten, was dann so herauskäme, das wäre zutiefst verantwortungslos. Eine Halbmillionenstadt, das ist doch keine Lottobude. Da ist es eine Selbstverständlichkeit, da ist es ein Gebot politischer Verantwortung, dass man zunächst zusammenkommt, dass die Fraktionen miteinander reden, dass die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sich austauschen, dass sie zu gemeinsamen Lösungen kommen, dass sie zu Kompromissen kommen. Und genau das ist hier auch geschehen, genau das ist hier versucht worden. Da haben sich sehr unterschiedliche Fraktionen gefunden, haben miteinander gerungen und haben miteinander auch Lösungen entwickelt. Und mit Verlaub, dass wir bislang keine gewählten Beigeordneten haben, das liegt nicht an diesem Stadtrat. Der Stadtrat hat am 11. August mit absoluter Mehrheit einen langjährigen, erfahrenen, kompetenten und erfolgreichen Amtsinhaber wiedergewählt. Dass er jetzt nicht im Amt ist, liegt an dem Mann, der hier hinter mir sitzt. Er hatte halt andere Interessen, denen hat er Ausdruck verliehen, indem er sein Einvernehmen verweigert hat. Das ist seine Entscheidung gewesen und diese Entscheidung hat jetzt eben Folgen. Wie ich finde, sehr problematische Folgen für diese Stadt. Wir befinden uns in einer herausfordernden gesellschaftlichen Situation. Wir befinden uns mitten vor den Haushaltsverhandlungen. Es sind enorme Aufgaben zu meistern. Und das alles ohne Finanzbürgermeister, das alles ohne demnächst ohne Sozialbürgermeisterin. Nein, ich finde, es ist an der Zeit, dass wir jetzt zügig zu Entscheidungen kommen, dass wir zügig dahin kommen, dass die Beigeordnetenriege wieder besetzt ist. Und wir haben das auch klar gesagt und wir sind dazu bereit, wenn es denn der Lösungsfindung dient und wenn es dazu beiträgt, dass wir wieder handlungsfähig werden, dann auch mit einer achten Beigeordneten oder einem achten Beigeordneten. So weit geht es, so weit geht die Kompromissbereitschaft, um die Landeshauptstadt Dresden wieder in Handlungsfähigkeit zu versetzen. Meine Damen und Herren, diese Petition, das ist die Geringschätzung der Demokratie. Und unsere Antwort ist die, dass sich die Demokratinnen und Demokraten in diesem Stadtrat zusammenfinden und dass sie eine Lösung finden werden und dass wir Beigeordnete wählen werden. Vielen Dank. Wird SPD das Wort gewünscht? Nein. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler das Wort? Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Schulbach, Sie machen sich die Demokratie immer so, wie es Ihnen gefällt. Wenn der Rat mehrheitlich einen Kandidaten wählt und der Oberbürgermeister sein demokratisches Recht Gebrauch nimmt, sich ein Team zusammenzustellen, dann ist das eine Demokratie, eine Aktion gegen die Demokratie. Erstaunlich, ich sehe die Petition und meine Fraktion sieht die Petition ganz anders. Hier geht es weniger um die Kungelrunde, die am Anfang Rot-Rot-Grün und die CDU betroffen hat, sondern es geht vor allen Dingen um die Qualifikation. Und wo wir hinkommen ohne Qualifikation, sehen wir in der Bundesregierung. Da ist ein Wirtschaftsminister, der kriegt wahrscheinlich dies Jahr einen Comedy-Preis. Eine Außenministerin, die keine Bildung hat, eine Parteivorsitzende, die nie eine Ausbildung abgeschlossen hat bei den Grünen. Bei der SPD, da geht es gleich weiter, der Generalsekretär, ich weiß gar nicht, was der mal irgendwann gelernt hat. Und das wollen wir eben und die Petenten für Dresden verhindern, weil uns diese Stadt sehr wichtig ist. Darum geht es. Und die Kungelrunde, ja, miteinander reden, da stehen wir bereit. Aber was macht denn ein Teil dieses sogenannten demokratischen Seite des Stadtrats? Da redet erst Rot-Rot-Grün und die CDU, wie man sich die Posten vergibt. Jetzt sagt man, wir einigen uns, der Oberbürgermeister will sein Einvernehmen nicht geben, dann nehmen wir noch die FDP ins Boot. Und im Notfall, weil wir ja an unserer Postenvergabe festhalten wollen, dann machen wir in den wirtschaftlichen Zeiten, reden wir über 8 Posten, weil wir haben ja genug Geld. Aber dann reden wir von Demokratie, das ist ja unsere Entscheidung. Aber 3 Fraktionen werden ausgegrenzt.
Wir haben noch nie Forderungen gestellt. Und das ist das Problem. Das ist Demokratie. Weil wenn Sie ausgrenzen, Sie sogenannten Demokraten, dann grenzen Sie den Teil der Bevölkerung aus. Und wir als Fraktion Freie Wähler und mit unserem neuen Vertreter der Freien Bürger, wir werden weiter kontinuierlich mit allen reden. Wie gesagt, wir stehen bereit. Wir reden mit dem Oberbürgermeister. Wir reden mit jedem von Ihnen. Frau Fias Jene, Sie haben mich auch noch nie gegrüßt, aber das ist mittlerweile von den Grünen normal eigentlich übergreifend, bis auf einige Ausnahmen, möchte ich auch sagen. Und wie gesagt, die sogenannten Demokraten, die sich hier die Posten untereinander zuschießen wollen, sollten nie über Bürger, die auch mal ehrenamtlich hier im Stadtrat gearbeitet haben, richten, sondern sollten so eine Petition ernst nehmen und nicht mit Scheindemokratie-Argumenten versuchen, so eine Petition tot zu machen. So, damit wäre die Fraktionsrunde beendet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Schmelig, bitteschön. Werte Kolleginnen und Kollegen, ja, wir haben nur noch 10 Minuten. Ich nutze die Zeit auch nicht aus. Gerade der Wortbeitrag von Herrn Genschmar zwingt einen nahezu dazu, noch einmal auf das Anliegen und auf das, was dahinter steckt, einzugehen. Herr Genschmar, das hat ja nun auch Frau Fias Jene deutlich gemacht. Diejenigen, die die Initiatoren dieser Petition sind. Also das sind die Letzten, die glaubwürdig sind, dass es hier um Demokratie und um Bürgerbeteiligung geht. Die unter sich, die unter sich ausgekungelt haben, diese Bürgermeister seinerzeit, und sich im Grunde genommen das als Lohn, in einem Fall als Lohn für ihre Zustimmung des grandiosen Woberverkaufs, haben einkaufen lassen. Diejenigen haben nicht das Recht, eine solche Petition hier einzureichen und von uns ernst genommen zu werden. Aber, und das haben die Wortbeiträge von Frau Dr. Schöps und auch von Herrn Genschmar gezeigt, Ihnen geht es ja gar nicht darum, sondern es ist eingebettet in Ihr Narrativ, die da oben, die machen unsachliche Dinge, die kungeln, die Demokratie ist mit, Sie haben es ja selbst schon angedroht, das wird im Herbst auf der Straße ausgetragen. Darum geht es Ihnen. Es geht Ihnen nicht um die Sache selbst, weil, wenn das, was hier als Fachlichkeit und fachliche Qualifikation herausgestellt wird, ist doch ein Popanz, Herr Genschmar, ein echter Popanz. Es gibt kein einziges deutsches DAX-Unternehmen. DAX, das sind die wichtigsten Wirtschaftsunternehmen dieses Landes. Das habt ihr vielleicht begriffen. Es gibt keins dieser Unternehmen, keins, bei dem es im Sinne Ihres Abschlussdarwinismus Voraussetzungen gibt für die Besetzung von CEOs. Und im Übrigen sitzen dort auch einige CEOs, die vorher mal zum Thema Fachlichkeit, was Sie ja gesagt haben, es müsse sozusagen jemand, der Bildungsbürgermeister wird, am besten irgendwie Bildungswissenschaftler sein. Und natürlich muss jemand, also, der sich um Verkehr kümmert, irgendwie verkehrspolitisches Abschluss haben. Dort wechseln die CEOs von Henkel oder vom Waschmittel zum Auto. Und von Stahlindustrie wird zum anderen, weil es darum gar nicht geht. Und worum geht es denn in Sachsen bei den Beigeordneten? Diese Frage muss man sich doch stellen. Die Beigeordneten sind hier nicht sozusagen als Verwaltungsbeamte, die sind zwar Beamte auf Zeit, aber als Verwaltungsbeamte installiert. Sonst hätte übrigens der Gesetzgeber in die Gemeindeordnung formale Qualifikationen hineingeschrieben. Gibt es übrigens in einigen Gemeindeordnungen. Das hat man bewusst nicht gemacht. Das hat etwas zu tun mit der Geschichte Sachsens und der Beigeordneten. Es gab nämlich früher, wenn Sie sich mal ein bisschen damit beschäftigen würden, dann würden Sie auch nicht so einen Blödsinn erzählen. Es gab nämlich früher ehrenamtliche Beigeordnete und hauptamtliche. Das Hauptziel war es, 1919 eingeführt, eine Verbindung zu schaffen zwischen der exekutiven Verwaltung und dem Rat. Und als diese Verbindung ist ganz bewusst der hauptamtliche Beigeordnete installiert worden. Er ist also per se praktisch das Verbindungsglied zum Stadtrat. Und genau deshalb ist es fachlich
und sachlich angebracht, dass die Fraktionen Vorschlagsrechte haben und dort Kandidatinnen und Kandidaten benennen, die ihr Vertrauen genießen. Und genau das ist die Idee der Gemeindeordnung, die Sie hier praktisch diffamieren. Und von daher kann ich das alles nur als einen Akt Ihres eigenen Provinzialismus abtun. Mehr ist das nicht, denn unabhängig von der Tatsache, dass dieses Sommertheater um die Bürgermeister ein bisschen unappetitlich ist, das kann man wohl so sagen, und unter Umständen auch nicht das Vertrauen in diese Demokratie stützt. Aber unter dem Gesichtspunkt demokratischer Partizipation ist das ein Teil von Demokratie, die Sie teilweise abschaffen wollen. Vielen Dank. So, weitere Redebeiträge erwünscht? Das kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung und Konzentration. Und haben zunächst den Ersetzungsantrag der AfD. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Dreizehn Ja-Stimmen, 54 Nein-Stimmen, eine Enthaltung, hat damit keine Mehrheit bekommen. Wir stimmen damit über den Petitionsausschussbericht ab. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Neunundvierzig Ja, 18 Nein, eine Enthaltung, wird damit so angenommen. Bisschen mit Blick auf die Uhr und 5 Minuten vor um 10 und dass wir bei den nächsten auch mindestens immer 2 Redner haben und dass sich meistens multipliziert, würde ich an dieser Stelle vorschlagen. Wir machen Schluss für heute. Ich wünsche einen schönen Feierabend und schließe die Sitzung.